Hallo, ich bin Jani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder die HelloFresh Box, die zweite. Ein bisschen schwer. Da, na, ist es. Oh, ist wirklich schwer. Und ich habe bloß für drei Gerichte, ne? Also, ja, für drei Gerichte und zwei Personen habe ich mir eingestellt. Genau. Ja, wie das so abläuft mit der HelloFresh Box, habe ich schon in meinem ersten Video erzählt. Das ist mein zweites Video von der HelloFresh. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Ich bin ja mit Kochen jetzt nicht so unbedingt, aber du hast halt so die Portion so auf dich halt abgestimmt. Wie gesagt, ich bin alleine, Single-Haushalt, und muss halt für zwei Personen, weil Einzelpersonen kann man leider nicht einstellen, aber dann esse ich zwei Tage von und das hat auch wirklich für zwei Tage gereicht. Allerdings muss ich sagen, wenn man jetzt einen Mann hat, Freund hat, Lebensgefährten, wie auch immer, oder manche haben zwei oder drei Männer, heutzutage ist das ja normal, ne? Musst du halt gucken, wie viel du da einstellst, wie viele Personen. Auf jeden Fall, ja, schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen. Auf jeden Fall, musst du das so machen, am besten denn für drei Personen. Wenn du einen Mann hast, der viel isst, wird es denn doch zu wenig sein, ne, bei manchen Geschichten. Wie das so genauer abläuft mit dieser HelloFresh Box, mit dem Einstellen und so, habe ich dir schon in meinem ersten Video erklärt. Kann ich dir mal hier oben durchlaufen lassen oder das siehst du denn zum Schluss, dann muss ich das nicht nochmal erwähnen, ne? Genau, dann muss ich das nicht jedes Mal nochmal erwähnen. Und wenn du noch mehr sowas sehen möchtest, ich werde jetzt allerdings, muss ich mal was trinken. Ich werde jetzt allerdings mir jetzt nicht jede Woche so eine Box bestellen. Also ich pausiere die jetzt erstmal. Und werde jetzt vielleicht nochmal Mitte, Ende Juni nochmal eine bestellen. Ne? Ja, ich habe jetzt für die Box 25 Euro bezahlt. Man bezahlt immer verschieden irgendwie. Weil ich habe, wenn man gerade neu ist, kann man ja dann mit einem Gutschein und so weiter und so fort. Da müsst ihr euch selber mal durchwurschteln. Ne? Ich habe auch einen HelloFresh-Code. Da könnt ihr über meinen Link, könnt ihr sparen. Ne? Ich blende euch, kann ich den euch hier einblenden? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht, unten in der Infobox. Siehst du da so einen Link, da kannst du über diesen Freunde-Werben-Freunde-Code auch deine allererste HelloFresh-Box für weniger haben. Und genau, habe ich das schon mal gesagt, dass du mich sehr, sehr gerne abonnieren darfst? Ich glaube nicht, ich bin noch wieder abgewichen. Ne? Du darfst mich sehr gerne abonnieren, wenn du möchtest. Ne? Und bei Instagram bin ich auch. Das siehst du hier die ganze Zeit durchlaufen auf der Seite. Weil da werde ich denn, da sei, werdet ihr immer denn von mir informiert, wenn ich Videos hochlade. Ja, ne? Und es gibt eine Neuigkeit ab den 1.6. Blende ich euch aber, das könnt ihr unten in der Infobox lesen, weil ich will das nicht jedes Mal dazu sagen. Und es gibt immer ein Problem, wenn du mich jetzt zum Beispiel frisch abonniert hast, gibt es da nämlich auch so ein kleines Problemchen. Einfach mal unten in der Infobox gucken, was da so steht, mal lesen. Und ich würde sagen, wir schießen denn mal los. Ich habe hier aus meiner ersten Box will ich euch kurz noch zeigen, einmal den Elsässer Flammkuchen mit Bacon, ne? Dann hatte ich Halloumi-Burger mit Karotten, Betesticks und hausgemachte Fischstäbchen. War alles sehr, sehr lecker und man hatte wirklich, das hat gereicht. Portionsmäßig, keine Ahnung. Zum Beispiel bei diesen Fischdingern war Ketchup mit dabei. Genau, und bei Instagram lade ich dann auch immer hoch, wenn ich ein Gericht fertig gekocht habe, lade ich das dann bei Instagram hoch und zeige euch, wie es aussieht. Genau. Und dann mache ich immer einen Vergleich, mache ich das Rezept als Vergleich und das, was ich gekocht habe, als Vergleich. Dann könnt ihr dann nämlich auch nochmal gucken, wie das bei mir aussieht und wie das auf dem Rezept aussieht. Ich habe es fast hingekriegt. Hier hat der Ketchup nicht gereicht. Das war wirklich bloß so eine kleine Probe Ketchup. Aber Ketchup hat, glaube ich, jeder im Haus, oder? Ich denke auch. Und Senf, Salz und Pfeffer. Ja, und ich habe wieder in einem Video gesehen, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier ja oben steht, an welchem Tag man das kochen soll. Ne? Zum Beispiel, hier steht gar nicht oben, an welchem Tag ich das kochen soll. Hier steht oben an Tag 2 und hier steht oben an Tag 5. Ich habe das auch so gemacht. Ich hatte mir als erstes das gekocht, wegen dem Fisch. Ne? Weil das waren ja so eine Fischdinger, die hatte ich mir als erstes gekocht. Als zweites Gericht habe ich das, halt auch, naja, wegen Salat, aber ich hätte wahrscheinlich doch das vorziehen sollen, weil der Salat
Den musste ich dann ein bisschen aussortieren, Leute. Also da waren schon so ein bisschen ein paar welke Blättchen dabei und der roch schon nicht mehr ganz so frisch. Aber ich habe es dennoch gegessen. Ja, und der Flammkuchen schmeckt richtig gut. Eine Hälfte, weil das ist ja für zwei Personen, habe ich mir noch eingefroren. Habe ich fertig gemacht, also nicht fertig aufgebacken, sondern fertig gemacht, durchgeschnitten, eine Hälfte eingefroren und eine Hälfte im Backofen. Ne? Wenn du jetzt auch Single bist, musst du für zwei Personen einstellen und dann kannst du 2 Tage von essen. Ne? So. Und genau, also ich muss sagen, es war alles wirklich sehr, sehr lecker und es ging easy peasy. Das war die Kategorie Fisch, nee, nicht Kategorie Fisch, Fleisch und Gemüse. Und ich habe jetzt eine andere Kategorie eingestellt. Das kannst du ja immer ändern, wie du das möchtest. Schnellere Gerichte habe ich mir eingestellt und da habe ich jetzt nicht so viel mit Grünzeug, ne? So, genau. Also, das war das, was ich mir schon gemacht habe. Dann kommen wir zu dem, was ich mir jetzt rausgesucht habe. So, hast du hier wieder Werbung drin? Naja, die wollen wir ja weniger haben. Oh, was sehe ich denn da? Ich habe ein Geschenk mit drinne. Wir gucken mal hier rein. Naja, da hast du halt hier so ein paar Gutscheine, ne? Was hast du denn hier? Hol dir von Steuer zurück, was dir zusteht. Einmal für Hündchen. Oh, und einmal für Babys. Och Gottchen, das ist ja niedlich. Ja, 20% Rabatt auf Hello Baby. Ja, habe ich nicht. Mal gucken. Es wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr werden. So. Aber man sollte nie, nie sagen. Ne? Das geht manchmal schneller, wie man gucken kann. So. Und dann war hier, was will der? Hast du ja so eine Werbung drin von Arla? Ja, gut. Ich sehe gerade, ich habe ein Geschenk. Proteinschokolade, Flavored Milk Drink. Guck mal, in Erstaunen. Ja, hast du hier wirklich 500 Gramm? Okay. Okay, ja, also wahrscheinlich zu dem Flyer hier irgendwie dazu. Dann steht da was zu dem Flyer. Okay, bin ich gespannt, wie es schmeckt. Das wird probiert und das werde ich mal in irgendeinem Monatsaufgebrauch, werde ich dann mal darüber berichten, wie es war. Ne, Monatsaufgebrauch mache ich auch, was ich so für Pflegeprodukte aufbrauche. Ne? Ja, die mich länger verfolgen, wissen das und für Beauty-Produkte aufbrauche. Und ich zeige auch so ein bisschen was an Nahrungsmittel, was jetzt so, ja, was ich da auch so manchmal, aber nicht alles, was ich so, das, da will ja die fertig mit Videos drin. Und dann hast du das immer hier in diese Papiertüten, ne? So, und dann stehen hier immer auf den Tüten die Nummern. Genau. Nummer 4. Und dann hast du wieder den ollen Sack. Oh, den hasse ich, den Sack. Oh, den hasse ich so. Der ist so komisch. Da hast du so die ganzen frischen Produkte drin, ne? Wie Fleisch und so. Und wenn du jetzt so Creme Fraiche und so. Und hier steht oben, das habe ich dann später erst gesehen, cool und nachhaltig. Ich bin cool und nachhaltig. Kannst du aufheben, aber sowas kann man sehr gut. 96% recyceltes Papier für gewohnte Frische und Qualität über Papiertonne recycelbar. Das Ding kann man in die Papiertonne schmeißen. Dachte ich so, das ist ja super, das ist ja voll praktisch, ja, kann man. Kannst du aufheben, aber jetzt werde ich nicht aufheben. Und dann hat man hier die Umschläge. Ein Umschlag mit den Rezepten. So, ich würde sagen, dann gucken wir jetzt mal rein, was sich so die Honey denn jetzt demnächst so macht. Na? Da habe ich für eine ganze Woche Essen. Also von Montag bis Samstag habe ich denn Essen. Ja, also. Weil wenn ich 2 Tage von essen kann, ne? Es ist halt praktisch dann auch irgendwo. Ja, hast du denn noch mehr Gutscheine? Also, ja. Gut. Dann legen wir mal. Ich habe mir was. Bulette mit Apfelspecksoße. Das soll ich an Tag 2 kochen. Ach, das ist schon richtig so. Genau. Wir gucken mal an, was ich an Tag 2 kochen soll, ne? Bulette mit Apfelspecksoße und dazu cremiger Kartoffelstampf 30 bis 40 Minuten. Von wegen schnelle Gerichte. 30 bis 40 Minuten und das sind auch hier Gerichte 25 bis 35 Minuten. Naja, gut, ne? So, aber ich bin gespannt. Und dann gucken wir mal rein. Nummer 4. Hier steht die Nummer 4 oben, ne? Stell mir das wieder mal hier so hin. Mein Schmetterling ist wieder der Halter. Ich würde sagen, Nummer 4 haben wir hier. Gucken wir mal rein. Ich lasse mir das auch immer so in den Säckchen drin und stelle ich mir so einen Kühlschrank, damit ich weiß, ne? So.
Okay, da haben wir wieder einen Apfel für die, oh, lecker, 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 ein Apfel. Dann haben wir eine Swivel, ne? Oh ja. Oh je. Also richtig toll sieht die Uni mehr aus, Leute. Dann haben wir, okay, da kommen wir gleich zu. Einmal Kochsahne. Genau, das ist, da haben wir 200 Gramm drin. Wie gesagt, das ist genau für zwei Gerichte so abgestimmt. Dann haben wir einmal die Petersilie. Ne? Ja, die haben wir hier auch. Und ein kleines Säckchen Kartoffeln. Ja, ne, die ist alles so mit HelloFresh, von der HelloFresh-Dings vermerkt. Und dazu wieder, oh, Muskat-Gewürzmischung. So, dann muss ich in den Frischebeutel reingucken. Ich packe mir das mal wieder weg. Also das ist schon mal alles dabei. Man muss ja gucken, ob auch alles dabei ist, ne? So, dann packe ich mir das schon mal wieder rein, damit ich weiß, dass das zum Gericht gehört. Das werde ich mir gleich... Nee, wartet mal, oder? Doch, ich glaube, das werde ich mir gleich am Montag kochen. Ich weiß das gar nicht. Da muss ich nochmal gucken. So. Puh, was sehe ich denn hier alles? Gemischt Hackfleisch. Ja, schon alleine wegen dem Hackfleisch. Und dann hat man hier so eine Eisbeutel mit drin, ne? Ist schon sehr gut aufgetaut, muss ich sagen. Kann man wiederverwenden, aber mein Tiefkühler ist voll mit solchen Dingern. Kann man wiederverwenden. Wisst ihr, ich taue das auf in der Spüle, kippe ich das Wasser aus. Das Wasser kann man auch wieder verwenden. Das kann man vielleicht als Blumenwasser nehmen oder keine Ahnung. Oder zum Putzen oder aber mit kalten, na, weiß ich nicht, zum Putzen, weiß ich nicht. Ich kippe das in Abfluss und das wird aufgeschnitten und im Müll, Leute. Ne? Also, ich will mir hier den Boden nicht nass machen. Ich packe mir das mal wieder zurück in den Karton. Hackfleisch, wo haben wir denn das Hackfleisch? Ah, hier haben wir das Hackfleisch, ne? Das ist denn so verpackt. Und dann hat man, ist auch, glaube ich, das Datum hier vermerkt, bis 12.06. Ja, gut, man kann sich das aber auch einfrieren, ne? Ja, genau, das Hackfleisch, 300 Gramm, nämlich für die Buletten. Oh, oh. Und Butter. Butter hast du dann auch hier mit drinne? Da hat man denn hier die Butter noch mit drin. Genau, die werden wir brauchen dazu. Und ich glaube, das war's denn, ne? Ja, gut. Ah, nee, Baconwürfel. Baconwürfel haben wir auch noch mal. Baconstreifen, Baconwürfel. Gut, zwei Packungen Baconwürfel. Okay. Baconwürfel hat man denn hier auch noch mal. Ich glaube, zwei Packungen oder eine, weil ich habe hier zwei Packungen. Habe ich noch irgendein Gerücht? Ah, ich glaube, ich habe noch ein Gerücht mit Bacon. So. Genau, das hat man denn auch hier mit drin. Ne? Das ist dann so extra in dem Frischebeutel. Dann kommen wir zum nächsten. Ich bin gerade, ich will noch mal was gucken. Ja, die Apfelspalten, die macht man nämlich so mit in die, also so mit zur Soße, wisst ihr? Genau, deswegen. Oh, und, also ich mag dieses, diesen Geschmack so mit. Süßspeck, Apfelspeck, so, das ist schon voll meins, ne? Ja. Und dann halt Kartoffelpüree. Oh, ich habe noch nie Kartoffelpüree gemacht. Oh. Naja, wir werden sehen. Das, hier steht ja alles genau, hier ist ja genau beschrieben, wie du wann machen sollst, den Ablauf, welchen Ablauf du machen sollst. Erstens Kartoffeln schälen und kochen, dann die Buletten, ne? Denn Soße vorbereiten, Buletten braten, also das ist eigentlich ganz idiotensicher, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Wisst ihr, jetzt bin ich ja festgeklebt. So, ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Werde ich euch dann wieder im nächsten HelloFresh Unboxing auf dem Laufenden halten, wie mir die Produkt, also wie mir das Rezept so geschmeckt hat und wie ich klargekommen bin. Also wie gesagt, ich bin super klargekommen mit den Rezepten, super easy, ne? So, dann kommen wir zum nächsten Gericht. Genau, an Tag 2 kochen, an Tag 3, ja. Würzige Hühnchenbrust mit Mandeln, dazu Balsamico, Zwiebelsauce und Süßkartoffelstampf. Ach, schon wieder, habe ich mir schon wieder was mit Stampfis ausgesucht. Die muss ich denn schon wieder, muss ich schon wieder was stampfen? Soll ich euch mal was sagen?
Ich habe gar keinen Stampfer. Ist da so ein, hab ich gar nicht. Ich glaube, ich muss mir noch einkaufen gehen. Oder ich muss gucken, man kriegt es ja auch vielleicht mit einer Gabel oder so zermatscht. Wäre typisch Hanni, oder? Hat sie wieder bloß Essen, Essen, Essen gesehen, aber nicht dran gedacht, dass er sowas alles nicht da hat. Tja, muss ich halt mal gucken, wie ich das am besten mache. Gut, genau. Dann gucken wir mal, ob wir auch alles hier drin haben. 23. 23. So. Mach nicht immer so deine Arme hoch, Hanni. Du bist nicht rasiert. Ja, ich meine, es ist ja natürlich, dass man Körperbehaarung hat, ne? Aber. Furchtbar, ich komme selber nur. So, gut. Hähnchenbrustfilet. Hähnchenbrust. War mal wieder so ein Eisbeutel, ne? So. Hähnchenbrustfilet. Hähnchenbrust frisch. Genau. 250 Gramm, ne? Ja, das kann ich mir auch erstmal einfrieren. Steht hier Datum oben, wie lange haltbar? Bis 10.06. Zu verbrauchen bis 10.06. Gut, heute haben wir den 5. Wenn ich mir das einfriere, geht das klar. Dann kann das mal ein bisschen länger, ne? So, gut. Dann Gewürzmischung, Hello Harissa. Was ist denn das? Gewürzmischung, Hella Harissa. Einmal hier, kenne ich ja noch gar nicht. Ne? So. Süßkartoffel. So. Hatte ich auch noch nie gehabt, Leute. Eine Süßkartoffel. Oh, Knoblauchzehe. Oh, wie geil. Oh Gott, guck mal. Weißt du, die süße kleine Knoblauchzehe. Ich liebe Knobi, ich esse gerne Knobi. So, Zucchini. Tada! Das ist auch so ein Gemüse, das hält auch eine Weile, genauso wie die Süßkartoffeln, ne? Das kann man dann mal später kochen, genau. Außer das Fleisch halt wirklich einfrieren. Zucchini, Mandelblättchen. Mandelblättchen, das kommt dann so auf das Hühnerfleisch. Ja, das kommt dann so. Genau, damit wird das Hühnerfleisch nämlich paniert. Ne? So. Balsamico-Creme. Das ist denn das? Das scheint Balsamico-Creme zu sein. Habe ich das zweimal drin? Okay, zweimal Balsamico-Creme. Hähnchenbrühe. Hähnchenbrühe, 4 Gramm. Rotes Zwiebel, ne? Ich zeig das zu weit weg, oder? Was haben wir denn hier noch? Ach, hier haben wir noch Mahlmandeln. Okay, zwei, ja, für zwei Gerichte ist ja logisch. Ach ja, Butter, das Stück Butter, was ich die zwei vorhin gezeigt habe, gehört mit dazu. Und die Mayonnaise, ja, wie gesagt. Der Ketchup kommt dann auch in so einem Ding daher, wo nur 17 Milliliter oder weiß ich, wie viel drin sind. Ich glaube, der Ketchup ist ein bisschen weniger. Und wie gesagt, der Ketchup reicht nicht, ne? Da muss man wirklich. Ja, Mayonnaise kaufe ich mir gar nicht so. Weiß gar nicht, für was ist denn die Mayonnaise? Die macht man mit in die Suppe, oder? In die Soße, meinte ich. Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das schon mal ganz lecker aus, oder? Ich bin gespannt, wie das wird. Ja, haben wir das. Dann kommen wir jetzt gleich zum letzten Gerücht. Genau. Das muss dann auch gleich im Kühlschrank, ne? So, ich habe ein Loch in der Papierfolie. Ich hoffe, das fällt nicht durch. Achso, nee, ich stelle erstmal hier hin. Dann kommen wir zum letzten Gerücht, Gerücht 28. Blitzschnelle Käsespätzlepfanne mit Bacon. In 15 Minuten soll es fertig sein. Oh, guck mal, in Erstaunen. So, an Tag 5 soll ich das kochen. Da braucht man schon weniger, ne? So, ja, Käsespätzle mag die Hanni auch sehr gerne. Da haben wir die Zutaten. Das ist ja wirklich, also wenig. Da ist ja wirklich wenig drin. So. So.
Zwei Produkte haben wir nur in der Tüte. So, frische, dafür ist der Sack noch voll hier. Frische Eierspätzle. Groß. Das finde ich wieder für zwei Gerichte heftig. Muss ich jetzt wirklich sagen. Da haben wir 400 Gramm drin. Und Spätzle macht ja ganz schön satt. Naja gut, ich sage mal, wenn man das jetzt so teilt, okay. Aber jetzt könnte ich ja fast 3 Tage von essen. Ja gut, aber ja, ich werde das schon schaffen an 2 Tagen. So, genau. Oh, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Mhm, gut. Baconwürfel. Baconwürfel, Baconwürfel. Haben wir auch nochmal. Genau, die kommt natürlich mit rein in das Spätzle, ne? Genau, die Kochsahne. Kochsahne. Genau. Käse. Geriebener Käse. Da brauche ich wirklich 2 Packungen. Okay. 2 Packungen Käse brauche ich. Naja, gut. Ne? Also Käse. Klar, Käsespätzle. Das ist ja logisch. Und hier haben wir einmal. Hier fehlt doch, glaube ich, noch was. Ach, Rinderbrühe. Rinderbrühe habe ich auch noch. Rinderbrühe kommt auch noch mit. Hier haben wir Champignons, ne? Mit diesem Lauch dazu. Oh, das wird ja am Gericht werden. Boah. Hilfe, Polizei. Champignons mit Lauch geschnitten. Okay. Okay, na, das wird ein Hammergericht, sage ich. So, und dann haben wir hier auch nochmal Mixkräuter. Da ist dann Petersilie mit drin und ja, Schnittlauch. Ja. Ja, genau. Das ist die meine zweite HelloFresh-Box. Ja, das ist jetzt auch alle. Ich lasse, ja, wie gesagt, in der nächsten HelloFresh-Unboxing zeige ich euch die Gerichte, denn so wie sie geschmeckt haben, was sie so mal. Also ich denke, das wird auch alles super schmecken, sonst hätte ich es mir ja nicht ausgesucht, weil ich ja sowas mag in der Richtung, ne? Ja. Hat mir dieses Video gefallen? Darfst du mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr das so findet, ne? Da bin ich gerne dafür. Und, habt ihr davon sowas schon mal gegessen oder was esst ihr davon gerne? Ich denke mal, Käsespätzle hat jeder von euch schon mal so gegessen. Ne? Aber ich denke, das hier Bulette mit Apfelspecksoße, ich denke, das ist man, glaube ich, nicht so, ist nicht so gängig. Würzige Hähnchenbrust mit Mandeln und diese Süßkartoffelstampfis, ne? Das ist so wirklich, also ich bin gespannt, wie ich das so hinkriegen werde, Leute. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ja. Genau. Ja. Und ich mache jetzt Schluss für heute. Genau. Habe ich schon mal gesagt, ja. Wenn dir das Video gefallen hat, Däumchen nach oben und Liebe da lassen. Dann habe ich es jetzt nochmal gesagt. Ne? So, und zum Schluss blende ich dir hier ein Playlist. Habe ich jetzt noch nicht von HelloFresh Unboxing. Da habe ich, das ist ja erst mein zweite, dann werde ich dir nochmal das erste Video hier einblenden von meinem HelloFresh Unboxing. Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren, da würde ich mich freuen. Hier unten siehst du irgendeinen Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Ach ja, ich habe noch ein Gewinnspiel am Laufen. Genau, ein Gewinnspiel ist auch noch am Laufen. Ne, das werde ich dir hier einblenden. Genau, mein Gewinnspiel, was noch gerade läuft, blende ich dir auch ein. Und ich sage jetzt, tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, euer Hanni.